Bevor es im französischen Le Mans beim legendären 24-Stunden-Rennen ernst wird, enthüllte Audi am Rande der Rennstrecke ein interessantes Serienauto. Das erste S-Modell mit einem Dieselmotor hört auf den Namen SQ5 TDI. Dass der Ort, um ihn zu enthüllen, kaum besser hätte passen können, beweist er mit seinen Fahrleistungen. In 5,1 Sekunden sprintet er aus dem Stand auf 100 km/h. Bei 250 Stundenkilometer wird der weitere Vortrieb abgeriegelt. Trotz der imposanten Leistungen gibt sich das SUV im Durchschnitt mit 7,2 Liter pro 100 Kilometer zufrieden. Sein 3 Liter TDI wird von 2 Turbos aufgeladen. Eine Klappe verbindet die beiden in Reihe geschalteten Lader. So kommt der Sechszylinder auf stattliche 313 PS. Zwischen 1450 und 2800 Umdrehungen pro Minute zerren 650 Newtonmeter Drehmoment an der Kurbelwelle. Damit das Triebwerk zum einen diese Kraft mobilisieren kann, zum anderen aber auch standfest ist, waren einige Komponenten nötig, die sich sonst nur in reinrassigen Rennwagen finden. Zum Beispiel eine Spritzölkühlung der Kolben sowie ihre eigens gefertigten Bolzen sind speziell auf dieses Hochleistungskonzept ausgelegt. Aber nicht nur die Fahrleistungen können begeistern. Der SQ5 TDI erfreut auch mit seinem Klang. Dafür hat man ein aufwendiges Sounddesign anwenden müssen. Spezielle Teile waren nötig, die wie ein Lautsprecher in einem kurzen Nebenarm der Abgasanlage arbeiten. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, muss sich noch etwas in Geduld üben. Im ersten Quartal 2013 rollt der SQ5 TDI zu den Händlern. Aber er ist nicht nur ein ausgemacht sportliches SUV. Mit bis zu 2,4 Tonnen Anhängelast kann er auch mit praktischen Argumenten als starkes Zugfahrzeug punkten.